Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fleischglück-Podcasts. Heute haben wir unseren Stammgast zu Gast, kann man das schon sagen, Stammgast, oder? Ja, definitiv. Also. Nach der dritten Folge jetzt bist du offiziell der erste Stammgast hier im Podcast. Lucky Maurer, zum dritten Mal hier, wie gesagt, Stammgast im Podcast, aber Gast zu Hause, kann man schon fast sagen, auf unserem YouTube-Kanal. Quatschen wir gleich mal drüber, über diese Zusammenarbeit, die schon irgendwie besonders ist. Für mich, für uns, muss ich sagen, ist es echt eine Ehre und was Einzigartiges, was da auf YouTube gerade passiert mit dir und unserem Fleischglück-YouTube-Channel. Gehen wir gleich mal noch ein bisschen in die Tiefe, aber ganz aktuell sind wir heute hier, unter anderem, weil ihr ein neues Kochbuch macht. Ja. Nummer wie viel? Kochbuch Nummer 7. Nummer 7. Also Kochbuch Nummer 7. Tatsächlich, also ich habe das mir vorgenommen, jedes Jahr Januar, Februar, produzieren wir ein neues Buch. Das ist ja das Schöne, das kann man ja trotz Corona machen. Also, und du brauchst auch so ein kreatives Ventil. Und das ist halt immer ein bisschen was anderes. Und letztes Jahr hatten wir den Fleischkodex gemacht, was relativ down to earth einfach war. Relativ bodenständig. Familienrezepte, Lieblingsrezepte, private Rezepte. Und jetzt gehen wir in die Tiefe. Jetzt machen wir ein Buch, das meiner Meinung nach schon längst überflüssig ist. Heiko Antoniewicz und ich. Überfällig. Nicht überflüssig. Habe ich überflüssig gesagt? Ja, ich meinte natürlich überfällig. Und zwar ist der Titel des Buches Fine Dining Barbecue. Also wir wollen halt jetzt einfach mal die Brücke bauen zwischen diesen beiden Welten. Zwischen einmal Fine Dining und Gourmet-Küche, Sterneküche und Barbecue. Wer ist so der klassische Typ, den das Buch ansprechen soll? Also ich glaube, es ist nicht der brachiale Barbecue-Enthusiast, der an seinem Smoker steht, oder auch der, wo du sagst, ich glaube, mal ein bisschen Fine Dining. Genau, ich glaube auch das. Also oftmals, ich sag mal, diese ganze Grillszene wurde ja von den Spitzenköchen lange Zeit auch belächelt. Ne? Ich meine, es gab natürlich auch genug Futter, warum das belächelt wurde. Aluschalen, Baumarktgrill, fertige Barbecue-Soßen, die zu 80% aus Zucker bestehen, fertige Gewürzmischungen, die zu 70% aus Geschmacksverstärkern bestehen, ungesund, Fett, ne, Zucker. Aber Barbecue hat halt so viel mehr zu bieten, was halt so Leute jetzt auch gezeigt haben, die sich damit intensiv beschäftigt haben. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt diese KCBS-Fraktion, sondern einfach, was macht Rauch, was macht diese niedrige Temperatur, was ist eine Plateauphase. Und wenn ich mir jetzt Leute anschaue, wie ein David Pietralla zum Beispiel oder ein Oliver Sievers, die da wirklich sehr, sehr viel Zeit und Recherche investiert haben oder Herzblut investiert haben und sich schwer in dieses Thema hineingearbeitet haben, muss man einfach sagen, das zu kombinieren, Fine Dining, also ein ausgeklügeltes Geschmackserlebnis, aber das zu kombinieren mit diesen Aromen, die entstehen, wenn man Barbecue macht, wenn man Holz verbrennt, Holzkohle verbrennt. Das ist eigentlich so dieser Brückenschlag, den wir in diesem Buch schaffen wollen. Und deshalb eben Heiko Antoniewicz, der sich seit langer, langer Zeit mit dem Thema Räuchern beschäftigt, aufs Intensivste. Und ich beschäftige mich mit dem Thema Fleisch natürlich auch schon lange. Und wir sind beide, sage ich mal, hoch dekoriert als Köche und grillen auch beide gerne oder machen gerne Barbecue. Und das wollen wir jetzt einfach mal zusammenbringen. Es macht auch aus der Hinsicht Sinn, dass du ja für ein Brisket oder für Longjobs so viel Zeit und Technik investierst und so einen Aufwand betreibst, dass es eigentlich nur angemessen ist, dass man, wenn man dann ein schönes Stück Brisket hat, dem auch irgendwas zur Seite stellt, was dem auf Augenhöhe begegnen kann und nicht nebendran drei verkochte Karotten klatscht, sondern halt sagt, intensive Arbeit im Fleisch plus an Beilage auch, oder Fleisch vielleicht gar nicht als Hauptbestandteil, sondern als ein schönes Element, worin viel Zeit fließt und dann noch was Schönes drumherum. Genau, und das ist ja eigentlich das Problem bei vielen Barbecue-Rezepten. Das Fleisch steht im Vordergrund, nur das beste Fleisch. Der Grill steht im Vordergrund, also die Technik, ne, die Marke. Und dann wird ein fertiger Rub und eine fertige Soße benutzt. Und wir zeigen halt, wie wird der Rub gemacht, wie wird die Soße gemacht. Und ob man es glaubt oder nicht, es gibt noch eine andere Beilage zu Barbecue außer Coleslaw. Weil das ist so immer so der Klassiker. Ne, wir wollen halt mal zeigen, wir haben zum Beispiel ein Gericht, dass wir ein Caesar Salad vom Grill machen. Ne, aber wie macht man das Brot, wie macht man den Pancetta, wie macht man den Speck dazu und wie kann man auch den Salat grillen. Also wir grillen jetzt nicht nur Fleisch und machen Beilagen dazu, sondern alles ist irgendwie, sage ich mal, mit Rauch und Feuer veredelt. Und das Interessante ist an dem Buch, es wird quasi sich wie ein roter Faden von allen Temperaturspektren durchziehen. Also wir fangen bei minus 70 an,
ne, sind dann irgendwann mal bei 0 Grad, bei 1 Grad Fleischlagerung, bei 1,5 Grad Fleischreifung. Ne, dann sind wir bei Körpertemperatur, wenn es ums Thema Warmschlachten geht zum Beispiel. Dann geht es hoch, was ist Kalträuchern, ne, wo wir bei 24 Grad sind. Dann geht es hoch, Maillard-Reaktion braten, 180, 220 Grad. Ne, Plateauphase 70 Grad. Longchop 120 Grad, Kerntemperatur 90 Grad. Also wir gehen wirklich auf diese ganzen Temperaturzonen ein und es geht hoch bis zu 1000 Grad. Ja. Also vorher noch 800 Grad, das typische Beefersteak, sage ich immer, und dann diese 1000 Grad. Also wir sind in einem Temperaturspektrum von insgesamt minus 80 bis plus 1000. Bei was sind wir bei 1000? Milligradi, ne? Also die typische Pizza, ne? Wenn man Brot backt. Ne? Also der Pizzastein, der dann wirklich richtig, richtig heiß ist. Neapolitanische Pizza zum Beispiel, ne, ist in 60 Sekunden fertig, wenn der Ofen wirklich 1000 Grad hat. Ich habe mir jetzt gerade mal ein paar Teller angeguckt, die ihr schon angerichtet habt, weil ihr fotografiert ja heute. Ist dann aber schon ein, ist das, das geht der Gegenpol zu dem Buch, was du zum Fleischkodex. Ne? Fleischkodex war sehr, wie du gesagt hast, privat, familiär, auch rustikal. Ja. Und das ist jetzt schon auch von der Anrichteweise und von der ganzen Fragilität sehr, sehr haute cuisine-mäßig. Ne? Da kann man sich dann schon als Barbecueler sagen, okay, ich mache jetzt mal ein 5-Gänge-Menü und arbeite mich mal so richtig einen Tag lang durch dieses Buch durch. Genau. So ist es auch gedacht, oder? Genau, das ist der Sinn der Sache. Also die Grundidee ist natürlich, dass man sagt, okay, man grillt jetzt ein Stück Iberico, Schwein, aber man macht auch eine Peperonata dazu und macht zeitgleich die Paprika auch auf dem Grill. Ne? Man macht zeitgleich auf dem Bacon mit auf dem Grill oder im Grill. Ne? Ist die Idee, dass alles auf dem Grill gemacht wird? Ja, das, also nicht alles. Ne? Wie gesagt, wir versuchen ja nicht zwei Welten, hier Fine Dining und hier Barbecue, sondern wir versuchen eine Welt daraus zu machen. Zum Beispiel auch, dass man Dinge vorbereitet. Ne? Ich sage jetzt mal, ein Schweinebauch sous vide gart und einfach nur auf dem Grill finished. Ne? Oder dass man Dinge wirklich kalt räuchert und dann nochmal einmal unterm Biefer unter 800 Grad nochmal einmal Zunder gibt. Also die Kombinationen da draußen. Und wie bei allem halt, wir wollen jetzt hier nicht das Rad neu erfinden, aber wir wollen einfach, ja, open your mind, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Und das Schlimmste, oder worüber ich mich immer am meisten amüsiere, ist, wenn ich in einem Video oder in einem Buch sage, hier, das ist meine Form der Chimichurri. Ja, das ist meine Abwandlung. Ich war mal in Argentinien, habe mal gesehen, wie die eine Chimichurri machen. Und ich wandle die halt ein bisschen ab und mache da noch Koriander mit rein. Und immer wenn dann so ein Kommentar drunter steht, aber das gehört sich nicht für eine Chimichurri. Ne? Also Kochen ist ja Kreativität, Kochen ist ja Freiheit. Ne? Und sich auf Rezepte zu verlassen oder weil es halt schon immer so war, das ist genau das, was uns langweilt. Ich glaube, das kommt gut in unseren YouTube-Videos rüber, die wir zusammen machen. Ja. Und dann lass uns mal den Sprung dahin machen. Das machen wir jetzt, glaube ich, genau ein Jahr. Letztes Jahr so im, glaube ich, Februar, März. Wann warst du bei Kitchen Impossible? Das war auf jeden Fall Winter, weil wir haben draußen... Wir haben Short Ribs gemacht. Genau. Noch. Ich glaube, das war sogar noch vor Kitchen Impossible. Ja. Da haben wir spontan beschlossen, dass wir das zusammen machen. Und bis heute kriegen wir echt oft die Frage, was bezahlt ihr dem denn, dass ihr diese Videos machen könnt jeden Monat? Das würde mich auch mal interessieren. Und man kann so viel sagen, so richtig reich wirst du mit uns nicht. Es geht ja gar nicht um Reiches, es geht einfach darum, einen schönen Podcast zu machen und natürlich schöne YouTube-Videos zu machen. Und der Kanal Fleischglück, ich meine, viele glauben ja immer, dass es mein Kanal ist, dem ist nicht so. Fleischglück hat der David mit dem Max und dem Roman erfunden und ich darf nur Dauergast sein. Aber ein sehr, sehr, sehr gern gesehener Dauergast. Und man muss, da muss ich kurz einhaken, muss dazu sagen, dass dieser YouTube-Kanal schon maßgeblich mit dir gewachsen ist. Kitchen Impossible, dieses Interview war, glaube ich, so die Initialzündung, dass viele da nach dir gesucht haben, nach dieser Folge, uns gefunden haben, weil wir dieses Interview geführt haben und dann gesagt haben, da gibt es da vielleicht mehr von diesem Lucky Maurer und so haben halt deine Videos auf diesem Kanal extrem gut gezündet. Ja, also ich habe letztens nach dem Endvideo, ich schaue mir auch die Kommentare an übrigens, ne? Wer das jetzt hört, ich schaue mir die Kommentare an. Ich weiß nur nicht, wie man kommentiert, weil ich keinen YouTube-Account habe. Ist auch wurscht. Aber ich nehme das natürlich auch zu Herzen. Und ich werde nie wieder Alufolie benutzen. Ne? Ich schwöre. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Du liest dir die Kommentare durch? Ich lese mir die Kommentare doch und habe letztens nach dem Entenvideo, wo wir wirklich spontan meine Ente gemacht haben, und dann hatte das irgendwann 140.000 Views, habe ich gelesen, endlich wieder Lucky Maurer, und das freut einen natürlich. Ne? Also das freut einen. Und was natürlich auch immer für einen Koch besonders ist, wenn du dann ein Feedback kriegst, wir haben das Gericht nachgekocht, hat uns das Weihnachtsfest verschönert oder war super lecker oder war saugut. Und ne, manchmal klappt es nicht so,
manchmal haut es bei den Leuten daheim nicht so hin. Wie gesagt, und viele sagen natürlich, ich mache das anders, ist ja okay, ne? Also wenn das jemand anders macht. Aber wie schön ist es, dass man als Koch, weißt du, du sitzt im Prinzip mit den Leuten am Weihnachtstisch und sorgst dafür, dass die einen schönen Weihnachtsabend haben mit der Inspiration, die du in so einem Video gibst. Finde ich schon was Besonderes. Ja, ja, also definitiv ist so. Wenn du so zurückschaust auf die letzten, ich glaube, wir haben jetzt 20, 25 Videos gemacht, was war so dein Highlight? Mein Highlight war das Asado XXL Spezial, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, und das fünfte Viertel. Also das fünfte Viertel war halt schön, weil es sowas noch nicht gibt. Ich meine, klar können wir Short Ribs und Brisket machen und ich glaube, das wahrscheinlich gefühlt 10.000ste Spare Ribs Video machen. Aber ich glaube, noch mehr in die Tiefe zu gehen, das ist auch das, was Fleischglück auszeichnet. Nicht einfach nur esst Fleisch mit viel Soße, sondern denkt drüber nach, ne? Was ist dran an so einem Tier, das Bewusstsein schärfen und auch den Konsum oder die Konsumgewohnheiten der Menschen zu sensibilisieren. Und für das steht ja Fleischglück, deshalb liebe ich den Channel ja so. Deshalb bin ich ja ein Fleischglück-Fan, weil man auch hier zeigen kann, das ist ja jetzt nicht nur so prolohaft, wer kann am meisten essen, oder es ist auch kein Angriff auf vegan und vegetarisch, im Gegenteil. Es ist eigentlich ein gutes Miteinander, das Bewusstsein für den Fleischkonsum zu sensibilisieren. Und ja, deshalb war das schönste Video für mich eigentlich das fünfte Viertel und natürlich das Asado-Special. Geht mir ähnlich, tatsächlich auch das Asado, auch weil diese Verzahnung mit den Argentinien-Bildern, das war so ein Rundumschlag, so ein Gefühl, was vermittelt wurde. Man hat was gelernt, man hat auch noch Zuschnitte kennengelernt, man hat eine Zubereitung. Da war so viel drin in dem Video. Ja. Das ist eigentlich ist es ein Fernsehformat, muss man sagen. Ja, also vielleicht wird es noch so werden. Wir hatten ja das Format in 80 Steaks um die Welt, wo es aber mehr also Docutainment war, also Dokumentation. Und das war halt für viele Zuschauer auch so, boah, da wären wir gern dabei gewesen. Ja? Und oh, wir wären gern in Argentinien, in Uruguay dabei gewesen oder in Schottland dabei gewesen. Und bei Fleischglück ist es halt so, also in unserem Format, dass du dabei sein kannst, du musst es nur nachmachen. Ne? Und also wie gesagt, das Feedback, man merkt ja anhand dessen, was wir schon bewegt haben, ne? Und was schon passiert ist. Und ich kriege auch wirklich ganz oft über Facebook und wie heißt das andere? Instagram? TikTok. Das kenne ich nicht. Muss man das haben? Musst du. So was wie Gameboy oder was? Das ist TikTok? Ungefähr. Okay. Also ich weiß auf jeden Fall, also kriegen wir ganz oft so Feedback, hey, die Würstel bei Fleischglück waren super und haben uns jetzt auch eine Wurstmaschine gekauft. Ach. Und wir kriegen das auch in unserem Online-Shop tatsächlich mit, dass wenn wir jetzt Dinge verwenden, die man im normalen Supermarkt nicht kaufen kann, ob das jetzt Teufelsdreck ist oder Wagyu-Fett ist oder Schildkrötengewürz war es letztens, ne? Bei der Ente, dass die Leute dann bei uns nachfragen, hey, wo kann man sowas beziehen oder wo kann man sowas kaufen? Also wir bewegen da was, auch in Richtung kulinarisches Verständnis. Ja. Und was ich auch toll fand, die Folge war mit David Petralla, die Brisket-Folge. Du hast recht, es gibt schon 1000 Brisket-Videos, aber es gab noch kein Video, wo zwei Menschen, die es wirklich beherrschen, ihre Art des Briskets gezeigt haben, sich ein bisschen duelliert haben, aber eigentlich befreundet sind, ein bisschen Ehrgeiz, ein bisschen Wettkampf, ein bisschen Challenge, sehr viel Spaß und zwei Hammer-Ergebnisse. Da war auch schon, das bringe ich immer als Beispiel dafür, dass wir bei Fleischglück versuchen, die Sachen nicht so zu machen, wie alle anderen sie machen. Wenn wir Brisket machen, dann machen wir schon ein Brisket auf eine besondere Art mit besonderen Leuten. Und der David war für uns neben dir auch eine riesige Bereicherung dieses Jahr, müssen wir einfach auch nochmal sagen. Ja. An der Stelle, der hat uns auch viele tolle Videos beschert und eure Kombination zusammen fand ich auch echt ein Highlight. Ja, muss man auch sagen, David Petralla ist auch also in Deutschland also unter den Top 5, wenn es ums Thema Fleisch geht. Also ja. Von den Leuten, die man auch kennt, die man öffentlich wahrnimmt. Ich meine, da gibt es natürlich einen Ronny Paulusch, da gibt es einen Wolfgang Müller, Godfather. Da gibt es also Ronny Paulusch, Wolfgang Müller, Marcel Speidel. Ja. Fang gar nicht erst an, sonst vergessen wir jetzt jemanden. Ja, sonst vergessen wir jemanden, aber das sind halt so diese Namen, wo du sagst, die kennt man, die hat man auf dem Schirm. David Petralla ist auch auf jeden Fall auch dabei. Anderer Name, den man auf dem Schirm hat, ist Tim Melzer. Jetzt nicht in der Barbecue-Szene, aber in der Koch- und TV-Szene. Und du warst wieder in einem Podcast mit ihm zu Gast. Ich habe reingehört, Fiete Gastro heißt der Podcast. Kann man absolut mal reinhören, ist immer unterhaltsam. Und ja. Dieses Mal war es eine Folge mit dir und Max Strohe war noch zu Gast.
Und ich habe mir das angehört und was ich mir dabei gedacht habe, war, es war ein sehr reflektiertes, besonnenes Gespräch. Es ging viel um Corona, ums letzte Jahr, es ging um die Gastro, wie es weitergeht. Und ihr wart alle, fand ich, miteinander sehr erwachsen und besonnen und reflektiert. Ihr habt auch darüber geredet, dass gerade wenig Alkohol konsumiert wird in dieser Runde. Und da habe ich mir so gedacht, ist es vielleicht einfach so, dass bei euch oder dass bei dir, ohne es negativ zu meinen, so die ganz wilden Zeiten einfach vorbei sind? Ja, definitiv. Ich bin jetzt 41. Also die ganz wilden Zeiten sind natürlich vorbei. Und irgendwann, also ich sag mal so, wenn du, so wie ich aus dem Bayerischen Wald kommst, ist es ja schon ein Highlight, wenn du mal auf ein AC/DC-Konzert nach München fährst oder auf ein FC Bayern-Heimspiel im Olympiastadion damals. Und für mich gab es eigentlich nichts, was ich lieber wollte, als weg. Und ich bin ja dann nach einer kurzen Auszeit und meinem Zivildienst, war ich ja 11 Jahre lang bei Stefan Marquardt in der Jolly Roger Cooking Gang und habe wirklich die Welt gesehen. Also wir waren in Singapur, in Australien, in Skandinavien, in der Türkei, in Griechenland, in Budapest, in Basel. Wir waren Basel. Basel freut sich in der Reihe mit dabei zu sein. Nee, also ich weiß es gar nicht. Wir waren auch in Ortschaften, in Erkelenz und in weiß der Teufel wo überall. Und wir waren halt immer unterwegs und hatten eigentlich jeder Gig, also jeder Auftrag war wie ein Gig. Also wir haben immer gesagt, wir haben jetzt dann einen Gig in Budapest oder wir haben jetzt dann einen Gig in Kopenhagen. Und es war immer anders, es war immer spannend und für mich war das auch spannend. Und ich habe in der Zwischenzeit dann ab 2006 schon mein Haus gebaut, den Bauernhof aufgebaut und irgendwann dreht sich das Blatt und du sagst, ey, ich war jetzt so viel unterwegs. Eigentlich ist es daheim auch ganz schön und ich bin immer noch gern unterwegs und ich bin ja auch beruflich. Ich fliege jetzt dann im März erst nach Montreal, Kanada, wo wir drehen. Dann, danach geht es gleich weiter nach Portugal und im April bin ich in Finnland. Und in Estland, also ich bin ja viel unterwegs und ich reise viel und ich lerne viele Menschen kennen, aber mittlerweile ist es so, ich bin sehr, sehr froh, wenn ich zu Hause bin. Und die wilden Zeiten, das muss man echt sagen, ob das jetzt beim Tim ist oder auch bei Max oder bei mir, dass wir jeden Abend nach 16 Stunden Arbeit uns noch die Birne vollhauen, so wie das früher war, mit 25, die sind vorbei. Genau darauf wollte ich nämlich auch nochmal eingehen. Wie ist denn, wenn du jetzt so 20 Jahre zurückschaust, Jolly Roger Cooking Gang und so weiter, wie lief das Kochleben ab? Was war, das hat ja viele auch angezogen oder zieht auch viele noch an, auch junge Leute, die so einsteigen und so in diesen Sog der Gastro kommen. Was macht den Reiz aus? Oder was hat's bei dir so getriggert? Also die Jolly Roger Cooking Gang war halt was Besonderes, weil Stefan Marquardt damals einfach was Neues erschaffen hat. Und ich habe meine Ausbildung 1996 gemacht und da hieß es noch, die langen Haare unter der Kochmütze verschwinden lassen, weiße Jacke, Halstuch, karierte Hosen, weiße Schlapper. Ne? Heute ist jeder Koch oder heute sind viele junge Köche bis zu den Zähnen tätowiert, haben schwarze Kochjacken an, haben Ringe dran, also das hat sich sehr, sehr viel geändert. Und Stefan Marquardt war halt damals der Vorreiter, definitiv, die Galionsfigur für eine ganze Generation, die gesagt haben, okay, Kochen ist Kreativität, Kochen ist Freiheit, Kochen muss sich nicht an irgendwelchen Statuten orientieren und deshalb war er halt für viele das, ja, wie gesagt, die Galionsfigur, das Enfant terrible und für mich auch. Und Stefan Marquardt hat mir zum Beispiel die Chance gegeben, meine Leidenschaft, Heavy Metal und dieses Tourleben mit meinem Beruf, mit meiner fundierten Ausbildung zu verbinden. Und egal, wo wir aufgeschlagen sind, das war immer eine Dynamik. Also, und man muss dazu sagen, das war nicht nur Saufen und Party, sondern das war auch oftmals 18 Stunden harte Arbeit oder meistens wirklich lange Tage und lange Anreisen, lange Abreisen, Aufbau, Abbau. Und es war immer ein bisschen vergleichbar mit einem Konzert. Du hattest einen Abend, wo wir 2 Tage vorbereitet haben. Ja, in unserem Headquarter damals, wo wir einen Tag nur angereist sind und aufgebaut haben, wie eine große Bühne. Ja, und Showtime war dann tatsächlich nur 1,5 Stunden. Und dann war aber auch dieser ganze Rückbau wieder. Es war schon, es war Rock'n'Roll. Die Jolly Roger Cooking Gang war Rock'n'Roll und ich glaube, sowas gibt es heute auch nicht mehr. Ich habe dieses Buch von Anthony Bourdain gelesen, kennst du das, Kitchen Confidentials? Ja. Und wenn du das liest, also ich habe damals gedacht, das ist doch alles
komplett übertrieben und abgedreht dargestellt. Und dann habe ich hier und da mit Köchen geredet, die gesagt haben, ja, so abwegig ist das alles gar nicht mit dem vielen Alkohol und vielen Drogen und so weiter. Hast du Facetten von diesem, also nicht, ob du jetzt da involviert warst, da jetzt mal dahingestellt, müssen wir nicht drüber reden, aber hast du das miterlebt, dass, wie viel Wahrheit ist da dran in den Beschreibungen? Also ich muss ganz ehrlich zugestehen, ich hatte nie Kontakt mit Drogen. Also ich meine jetzt nicht, wenn einer mal ein Tütchen gekifft hat, ne? Aber so wirklich mit Drogen hatte ich nie Kontakt und gesoffen wurde schon immer viel. Und es ist natürlich auch diese Suppe aus dem Ganzen. Viel Arbeit, harte Arbeit. Ich meine, viele belächeln das immer, kochen, das bisschen kochen, das macht die Mutti daheim auch. Aber steh mal 18 Stunden, lauf mal 18 Stunden, dann hast du oftmals Messehallen mit einem harten Boden, mit schlechter Luft. Ne? Also diese Kombination aus langen Arbeitstagen, schwerer Arbeit, Stress. Ne? Stress, wann werde ich fertig, bis die Gäste kommen, ne? Schneller schicken und so weiter und so fort. Dann natürlich, gerade im Catering auch, bist du vielleicht nicht daheim. Das macht es immer noch mal aus. Gehst du in dein eigenes Bett oder pennst du in irgendeinem Hotelzimmer oder teilst du dir die Stube mit irgendeinem Kollegen? Ne? Und dann natürlich tagsüber säufst du halt deinen Kaffee und rauchst deine Zigaretten. Nicht jeder, musst du auch nicht. Ne? Also kein Koch ist ja dafür verpflichtet, dass er säuft und raucht und wenig schläft, aber meistens geht es mit einher. Und natürlich, wenn du so einen Abend hast, wo du, wie bei Jolly Roger zum Teil, wo wir 1800 Viergangmenü geschickt haben, ja, dann bist du voll mit Adrenalin und dann sagst du nicht so, das letzte Dessert ist raus, jetzt gehen wir alle schön schlafen, gute Nacht. Könntest du wahrscheinlich überhaupt nicht, oder? Das ist immer auch, bei Jolly Roger muss man echt sagen, das war ein Gemeinschaftsgefühl. Und Stefan Marquardt hat immer gesagt, zusammen nein, zusammen aus. Ne? Und das war oft so und ich entschuldige mich jetzt an der Stelle bei allen Hoteliers, ne, bei allen Hotelmanagern und Hoteldirektoren, ne, wenn wir da vielleicht das ein oder andere Zimmer wirklich im Rock'n'Roll-Style zerlegt haben. Gebrandmarkt haben, ja. Eine Spur hinterlassen haben. Ja, genau. Ne? Also ich kann mich auch oft erinnern, also das war schon schön, ich plaudere aus dem Nähkästchen, dass das Erste war, was wir gemacht haben, dass wir erstmal den Rauchmelder abgeklemmt haben. Das darf man wahrscheinlich an der Stelle gar nicht sagen. Ne? Aber es waren schon wilde Zeiten auf jeden Fall. Und jetzt bist du Unternehmer heute. Also bist du ja nicht mehr, bist noch Koch, noch Landwirt, aber auch Unternehmer. Solche Eskapaden kann man sich als Unternehmer auch einfach nur noch schwer erlauben, wenn man die Kontrolle über sein Business behalten will, oder? Ist es auch so ein Wandel in der Rolle, die dann auch einen Wandel im Leben mit sich bringt? Du, natürlich. Also wenn ich heute, oder wenn meine Leute aus meinem Team sowas machen und wir sind ja auch auf Festivals, wir catern zum Beispiel auf dem Summer Breeze Festival. Ne? Und da ist es halt so, dass meine Schicht, wenn die um 0 Uhr, also um 12 Uhr vorbei ist, dann fahre ich ins Hotel. Ne? Und ein paar bleiben natürlich noch da, weil sie feiern wollen und dürfen. Und ich will auch gar nicht wissen, was sie dann die ganze Nacht treiben. Ne? Und das muss auch gar nicht sein. Und ich meine, ich wäre auch der Letzte, der das irgendwie beanstanden dürfte. Und das halte ich wie Stefan Marquardt. Solange du ablieferst während der Arbeitszeit, kannst du privat machen, was du willst. Spannendes Thema jetzt auch, das Thema Führung, Mitarbeiter finden und so weiter. Wie gehst du da ran? Also du hast ja Leute hier, man merkt es, die schwingen im selben Vibe wie du, die sind wahnsinnig hilfsbereit und die sind aufmerksam und sehen genau, was auch du siehst. Wie findest du die? Hast du bestimmte Merkmale, nach denen du Ausschau hältst? Auch jetzt mal ganz potenziell, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, würde ich dazu passen, würde mich der Lucky bei sich im Team gut finden? Was muss man mitbringen? Du, das... Also ich glaube, natürlich die Qualifikation, die berufliche Qualifikation ist schon entscheidend. Aber auch das Zwischenmenschliche muss passen. Das weiß man natürlich vorher nicht. Und bisher hatten wir eigentlich immer Glück, denn die Leute haben auch uns gefunden. Also wir hatten noch nie das Problem, Fachkräftemangel hin oder her, dass wir jetzt unterbesetzt waren. Und momentan, also wir haben auch jetzt wieder ein unglaublich gutes Team. Ne? Der Stefan Lemberger zum Beispiel, den kennen viele, der ist jetzt... gefühlt seit 8 Jahren bei uns und das Besondere an meinen Leuten ist, die arbeiten nicht für mich, sondern die arbeiten alle, als wäre es ihr eigener Laden. Ja? Und ich finde es immer so schön, das ist so ein Tipp, den hat mir mal der Cousin von meiner Mama gegeben, das ist ein alter Bauunternehmer, der hat immer gesagt, frag mal den Arbeiter, wem die Schaufel gehört. Ne? Also in seinem Baugeschäft. Und dann kommt es darauf an, was er sagt. Wenn der Arbeiter sagt, das ist unsere Schaufel, ist es gut. Wenn er sagt, das ist die Schaufel vom Chef, dann machst du irgendwas falsch.
Und ich finde es eigentlich immer schön, wenn unsere Mitarbeiter alles als unseres bezeichnen. Ne? Und das ist so, ja, das ist so, so ist es halt bei uns irgendwie. Ne? Wenn wir einen neuen Vakuumierer bekommen, wie jetzt zum Beispiel, ne? Und die Eva sagt, boah, jetzt haben wir aber wirklich den besten Vakuumierer, den man sich nur wünschen kann. Wir. Das ist einfach so ein Zeichen von, ja, von Führung und von guten Leuten. Also wir sind ein Team, jeder macht alles. Aber jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, man findet sich. Ne? Also bei uns fängt jetzt keiner an, der sagt, ich habe keinen Bock auf Heavy Metal und ich habe keinen Bock auf lange Haare und ich habe keinen Bock auf schwarze Kochjacken und ich habe keinen Bock auf Fleisch. Der wird bei uns wahrscheinlich nicht glücklich werden. Und jemand, der sagt, er hat keinen Bock auf Alkohol zum Beispiel? Alkohol hat mit unserem Job nichts zu tun. Aber es gibt, also das ist ja, es war zumindest lange, ne, so dieses Gefühl, nach der Arbeit trinkt man noch was zusammen und so. Ist das notwendig? Oder würdest du sagen, ich komme auch ohne, also Mitarbeiter, klar, die das nicht wollen? Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, auch wenn wir härter ausschauen, als wir sind, die Zeiten, wo wir jeden Abend saufen nach der Arbeit, sind komplett vorbei. Also ich trinke ein Glas Wein oder ein Glas Champagner. Klar, wenn es jetzt eine ausschweifende Veranstaltung ist, wenn Bosshaus bei uns ist und wir grillen, dann knallen die Korken, das ist ganz klar. Aber normalerweise bei einem normalen Menüabend diszipliniert maximal ein Feierabendbier und die müssen auch alle nur Auto fahren. Und wir sind ja auch alle ein bisschen älter, viele haben Familien zu Hause. Und also die Zeiten, wie sie bei Jolly Roger für mich waren, ne, als ich 25 war, und wir im Hotel, ne, das war ja wie Klassenfahrt letztendlich. Und also die Zeiten sind vorbei. Also auch das Alkoholthema ist eigentlich vom Tisch. Wenn du zurückschaust, damals, als du angestellter Koch warst oder sag mal, als du allein gearbeitet hast und jetzt mit Team, gibt es Momente, wo du denkst, ach, das war noch entspannt damals, als ich allein war? Oder schätzt du das jetzt noch viel mehr, mit Leuten zu arbeiten, die dich unterstützen? Naja, das Witzige ist, ich bin selbstständig, seit ich 23 bin. Also ich habe mir mit 23 selbstständig gemacht, weil ich keine Lust mehr hatte das liegt in unserer Familie irgendwo. Also mein Bruder hat sich mit 22 selbstständig gemacht, ich habe mich mit 23 selbstständig gemacht. Ich wollte halt immer mein eigener Chef sein. Ich habe zwar als Subunternehmer für andere Firmen gearbeitet, aber ich konnte mir zumindest immer aussuchen, was ich mag und was ich nicht mag. Na, und da lernst du halt auch, wie man ein Team leitet, ne? Und wie man ein Team führt. Und so wie es jetzt ist, ja, so ist es eigentlich perfekt. Ne? Also ich könnte mir das auch gar nicht anders vorstellen. Besser geht's nicht. Ja, also ganz im Ernst, ich möchte jetzt nicht den Kochberuf, weil viele von meinen Kollegen sagen, ja, ich bin jetzt in der Kantine oder ich bin jetzt im Krankenhaus oder ich bin jetzt im Altenheim, weil da habe ich geregelte Arbeitszeiten. Das ist jetzt nicht, könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich das mache bis 65, bis zur Rente. Ne? Dass ich das jetzt wirklich noch 25 Jahre so durchziehen muss, könnte ich nicht. Und weiß, es gibt jede Woche den gleichen Menüplan, ich habe jeden Tag das Gleiche herzurichten, das wäre mir zu langweilig. Das, was ich am Kochen so liebe, das ist das Kreative, das Spannende, die verschiedenen Trends, die verschiedenen Foodtrends, ne? Das Reisen. Und was ich am Kochen so liebe, das ist das Multikulturelle. Und das hört sich jetzt ganz blöd an, aber ich glaube, es gibt nichts Weltoffeneres als Küche. Und schau mal, wir sind alle so brutal offen, was das angeht. Asiatische Küche, italienische, mediterrane Küche, ne, russische Küche, lateinamerikanische Küche. Da gibt es keinen Rassismus, so blöd sich das jetzt anhört. Ne? Und das finde ich so schön, dass man hier so offen und so bunt sein kann. Und das ist eigentlich das Besondere. Und deshalb mag ich das so sehr, dass es immer wieder anders ist. Was ich in dem Podcast mit Tim Melzer auch noch spannend war, war der Part, als ihr darüber gesprochen habt, wie es ist, wenn Stammgäste oder Gäste bei den Abenden so die Aufmerksamkeit des Gastgebers einfordern. Ne? Jemand kommt zu dir zum Essen und sagt, jetzt will den Luki aber auch sehen, jetzt kann Luki mit mir aber hier auch mal ein Glas Wein trinken. Oder jetzt Luki, setz dich mal her. Und man da eigentlich total eingespannt ist in seinen Kosmos. Der Tim Melzer hat es ganz gut beschrieben und auch der Max Strohe. Aber gibt es das auch bei dir? Gibt es auch diese Momente, wo du sagst, naja, hey, ich bin hier gerade beruflich und es wird aber gar nicht so richtig wahrgenommen, sondern ich soll plötzlich der Kumpel sein. Wie geht man mit sowas um? Na, ich habe ein paar Stammgäste, mit denen trinke ich schon gern ein Glas Champagner. Ja. Und da freue ich mich auch drauf. Aber manche Gäste denken tatsächlich, weil die kommen ja zu dir,
in Feierlaune, Feierabend, Wochenende, hoch die Hände. Und wir müssen ja noch abliefern. Ne? Und manche verstehen das auch nicht. Ne? Die meinen, was ist denn jetzt mit dem los? Ne? Wieso ist jetzt hier keine Party? Aber auf der anderen Seite, wir wollen ja auch, wir müssen eigentlich unseren Job machen. Also was für die anderen Freizeit ist, ist ja unsere Arbeit. Das merkt man oder sieht man ja oftmals nicht so. Ne? Und da muss ich dem Tim beipflichten. Also für uns ist es natürlich in erster Linie, wie gesagt, abliefern Arbeit und dann erst in zweiter Linie die Feierei oder die gute Laune. Wie erklärt man das den Leuten? Verstehen die das? Naja, es kommt darauf an, ne? Wenn jetzt ein Gast kommt und sagt, ich gebe dir ein Glas Champagner aus, dann ist es ja was anderes, als wenn er sagt, hock dir her, jetzt saufen wir zwei Flaschen Whisky. Was ich eigentlich vermeide, seit ich den Steuer habe, seit ich selbstständig bin, also ich habe mich noch nie abends zu einem Tisch gesetzt und habe mit denen endlos lang getrunken und bin mit denen versackt. Also das ist schon so eine Disziplin, die man haben muss. Man kann mal ein Glas trinken, man kann mal sitzen bleiben oder wenn die Tür zugesperrt ist und noch jemand da ist, ne? Oder mit dem Team, also das haben wir natürlich gerade in den Anfangszeiten oder gerade in Situationen, wo du sagst, so jetzt ist die Schlacht geschlagen, ne? Jetzt haben wir es geschafft, jetzt geben wir Gas, ne? Aber das ist eigentlich ganz, ganz selten der Fall. Kommt aber natürlich durch die Bekanntheit der Marke Lucky Maurer, ne? Dass der Laden hier hängt an dir als Kopf und als Namen. Tolles Team, ohne Frage, aber am Ende bist du die Galionsfigur. Lucky Maurer steht drüber, die Leute auch wahrscheinlich bei Events, wo dein Name drüber steht, erwarten ein Stück weit, dass du da bist. Ist das, also dann siehst du es auch manchmal so ein bisschen als Fluch oder ist das nur Segen? Also ich stelle mir das manchmal auch limitierend vor, weil man halt am Ende nicht überall auf jeder Hochzeit tanzen kann. Ja. Wie gehst du damit um? Das ist eine berechtigte Frage. Ich bin letztens ganz lange Auto gefahren mit dem Alec Völkel von der Bosshaus. Ist ein sehr lieber Freund geworden von mir. Und den habe ich auch mal gefragt, sage ich, wie ist es für dich so, weil den kennen ja wirklich viele, viele Menschen. Ne? Das ist ja eine Band, die Radio Airplay hat und Sing My Song und die bei Rock am Ring als Headliner spielen. Also das ist ja wirklich groß. Und der sagt, er freut sich über jeden, der ihn erkennt und über jeden, der sagt, hey, tolle Musik und ey, können wir mal ein Selfie machen oder kann ich ein Autogramm haben? Und bei mir ist es genauso. Ich freue mich über jeden, der das wertschätzt. Und ich hätte nie die Arroganz zu sagen, das geht mir auf den Sack. Im Gegenteil. Ich meine, wir haben ja jetzt hier mit dem Steu, mit der Marke Ludwig Maurer, wir haben ja, das hat ja nicht, das verstehen ja viele immer nicht. Viele glauben, oh, jetzt war er bei Kitchen Impossible, jetzt geht's auf. Ne? Das höre ich ganz oft. Ne? Ich gönne dir den Erfolg. Was für ein Erfolg. Der Erfolg hat 1996 begonnen, als ich gesagt habe, ich mache meine Ausbildung in dem Betrieb nicht, weil da müsste ich mir die langen Haare abschneiden. Also mache ich die da nicht. Also gehe ich wohin, wo ich mir die Haare nicht abschneiden muss. Und das hat 1996 begonnen. Und das ist ja eine Kurve, die wächst über die Ausbildung hinweg, über den Zivildienst, über die Meisterprüfung, über die Zeit bei Jolly Roger, vom ersten Buch über The Taste. Also ist ja nicht so, dass du einmal bei Kitchen Impossible mitmachst und dann bist du berühmt. Und dann musst du nie wieder was arbeiten. Ja? Aber es ist die Kurve, wenn man ehrlich ist, ist jetzt schon der Anstellwinkel steigt. Und das ist ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, seit 2 Jahren so. Ich würde sagen, die Aussage ist falsch zu sagen, seit 2 Jahren ist der Lucky erfolgreich. Der Erfolg basiert auf einer langen Geschichte. Aber irgendwas ist ja passiert in den letzten 2 Jahren, nochmal so einen Schub gegeben hat. War das unter anderem Kitchen Impossible oder war das irgendeine andere? Wo spürst du da quasi diesen nochmaligen Schub, der da kam? Woher kam der? Also ich muss ich dir jetzt ein bisschen widersprechen. Ja. Ich verstehe das. Also ich höre das öfter. Ja, natürlich. Ich höre das öfter, dass die Leute das glauben, so ja, jetzt hast du es geschafft. Ne? Und mir geht der Satz auch auf und sagt, du, ich gönne dir den Erfolg, das hast du dir verdient. Da muss ich mal sagen, also wann hat dieser Erfolg begonnen? Ne? Damit du sagen kannst, ich habe 70 Wagyu-Rinder im Stall und ich bin der Fleischpapst, weil ich habe Wagyu-Rinder, musste auch irgendwann mal 2007 Geld aufnehmen und die ersten 3 Kühe kaufen, damit es mal 70 werden. Ne? Also ich sehe das schon über so eine Konstante, aber es ist die Bekanntheit. Ich weiß, was du meinst, die Bekanntheit ist schon durch Formate wie The Taste, Grill den Hensler, Kitchen Impossible, das perfekte Profi-Dinner, diese Bekanntheit in den großen Fernsehsendern zur Primetime, die auch im Mainstream nochmal, sage ich mal, mehr Reichweite haben.
Was ich meinte ist, vielleicht gab es ja auch irgendeine andere, wie soll ich sagen, Entscheidung oder Weggabelung, wie die Geschichte, die du gerade gesagt hast, wo du dich entschieden hast, nicht den Betrieb zu wählen, sondern den. Vielleicht gab es ja sowas nochmal, auch im Laufe der letzten 3-4 Jahre. Es muss ja nicht die Fernsehsendung gewesen sein, sondern zum Beispiel der Bau vom Steu-Shop oder zu sagen, hier, ich mache dieses Konzept mit dem Steu angedockt an meinen also so. Es gab doch bestimmt so ein paar Momente, wo du sagst, da haben wir echt eine gute Entscheidung getroffen. Ja, ich glaube, das was interessant ist, das ist wie in der Musik. Ich habe mich da nie nach dem Mainstream gerichtet. Und mir ist es auch ziemlich egal gewesen immer. Und mit meiner Band ist es ja ähnlich. Ne? Wir spielen vielleicht, wenn wir viel Publikum haben, spielen wir vor 500 oder 600 Leuten. Das könnte man bestimmt auch anders ausschlachten, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja authentisch bleiben. Und ich glaube, dass diese Authentizität oder wie sagt man? Authentizität. Aber ihr wisst, was wir meinen. Authentizität. Ne? Authentizität. Dass das einfach entscheidend ist. Und wir machen einfach das, was wir gern machen und das, was wir können und bleiben uns da selber treu. Und das ist, glaube ich, auch der Erfolg, den wir haben. Ne? Sicher ist auch Bescheidenheit eine der ganz großen Stärken. Wenn ich dich jetzt frage, was ist deine Stärke, würdest du sagen, naja, würdest du bescheiden antworten? Genau, das ist die Stärke, finde ich. Aber wenn man darüber rausgeht, wo siehst du noch eure große Stärke hier? Ist es vielleicht sogar auch dieser besondere Standort, wo du sagst, das ist vielleicht, wird oft als Schwäche wahrgenommen, ist aber vielleicht eine Stärke? Es hat mich letztens erst einer gefragt, der sich mit dem Thema Marken, der gesagt hat, du hast ja echt hier eine Marke aufgebaut. Wie hast du das gemacht? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich habe Steu ist meiner Frau eingefallen. Den Stierkopf mit dem Japan-Kreisel drumherum, den habe ich mal gemalt, weil ich es lustig fand. Und Ludwig Maurer heiße ich seit dem 14.11.1980. Also diese Marke gibt es schon so lange. Und irgendwann hat mein schlauer Mann zu mir gesagt, du musst die Firma nach dir benennen. Ne? Das ist ja wie bei Jochen Schweizer oder Engelbert Strauß. Und dann wird dein Name automatisch zur Marke. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir machen wirklich nur das, was uns Spaß macht. Und wenn wir merken, wir werden kopiert oder das machen jetzt schon zu viele, dann ist es uns auch wurscht, wenn wir uns von was wieder trennen. Ne? Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Wir haben früher ganz viel Hochzeitscaterings gemacht und dann haben wir sehr viele Mitbewerber bekommen. Dann haben wir gesagt, dann machen wir halt immer so viel Hochzeitscaterings, dann machen wir jetzt was anderes. Ne? Dann lassen wir uns wieder was Neues einfallen. Steu-Shop hier. Weil wir jetzt gerade hier drin sitzen, das ist was uns im ersten Lockdown so nebenbei mal eingefallen ist. Und ja, und wächst halt jetzt auch wieder, weil wir vorher gar nicht auf die Idee gekommen wären, dass wir sowas machen. Aber jetzt wächst und wächst und wächst. Und ich glaube, man muss an seinen Aufgaben und an den jeweiligen Situationen einfach wachsen, die hinnehmen und das Beste draus machen. Was kommt 2022 Großes auf uns zu? Auf was freust du dich am meisten? Also ich sag mal so, ich kann mal eins wieder... Es wird ein großes TV-Format auf Vox geben, wo ich wieder kurz zu sehen bin. Es kommt immer sonntags um 20.15 Uhr. Wo du vielleicht schon mal zu sehen warst? Kann gut sein. Ne? Man darf ja immer nicht zu viel verraten. Also stay tuned. Dann bauen wir hier gerade wirklich neu. Wir machen den Steu-Shop größer, wir machen eine Whisky-Abteilung, wir machen eine Tabletop-Abteilung, wir machen neue Grills, wir machen eine neue Fleischtheke. Und ich sage jetzt mal, das wird so eine Art Hardrock-Café für Fleischgenießer. Das kann man schon mal spoilern. Dann gibt es definitiv ein neues Buch, Fine Dining Barbecue mit Heiko Antoniewicz. Dann gibt es noch ein Fernsehformat, das wird auf Kabel 1 laufen, also mit Abenteuer Leben, wo ich wieder mit Justin Leone unterwegs bin. Tja, und dann drehen wir noch ein bisschen lustige Beiträge eben in Montreal, Kanada, Portugal und ja, Finnland, Estland. Was habe ich vergessen? Und was ganz Wichtiges hast du vergessen? Das Wichtigste. Wir drehen natürlich definitiv ganz, ganz viele YouTube-Videos mit Fleischglück. Denn das ist das, weil du mich so gefragt hast, was in den letzten Jahren wirklich auch Spaß gemacht hat. 2021 war ein brutal wildes Jahr. Ja. Wir haben aufgrund vom Lockdown, das muss man auch immer dazu sagen, das ist was mich nervt, wenn die Leute kommen, hey Luki, super, jetzt hast du es geschafft, jetzt läuft's. Weißt du, weil du einmal bei Kitchen Impossible warst. Man darf nicht vergessen, dass wir 9 Monate unser Kerngeschäft zugehabt haben. Und unser Kerngeschäft ist Catering und Events und ein Restaurant.
Das war 9 Monate zu. Also wenn jetzt jemand sagt, hey, dir muss es ja gut gehen. Also du wirst nicht reich, wenn du im Bayerischen Rundfunk bei der Abendschau mal 5 Minuten ein Interview gibst. Davon wirst du nicht reich. Das ist der Trugschluss. Für viele ist, glaube ich, mediale Präsenz gleichbedeutend mit wirtschaftlichem Erfolg. Ja. Kannst du es ein bisschen in Relation setzen? Bringt es was, diese Aufmerksamkeit, auch in finanzieller Hinsicht? Also sorgt es auch für mehr Auftragslage? Natürlich bringt es was. Es sorgt für mehr Auftragslage. Aber der Witz ist, wenn du von der Pandemie gebeutelt bist und keine Events machen darfst, dann hilft dir das auch nichts. Aber ich muss sagen, wir haben jetzt hier im Steuerhammer 16 Mitarbeiter und wir haben uns auch mit diesem Netzwerk an tollen Freunden, weil du vorhin Tim Mälzer angesprochen hast. Tim Mälzer ist wirklich ein großer Gönner, ein großer Freund, eine echt ehrliche Haut. Und wir haben jetzt zum Beispiel für die Bambox von Tim Mälzer wieder 2000 Gläser kochen dürfen von unserem Bœuf Bourguignon. Und das ist halt so, spielen wir uns auch gegenseitig die Bälle hin und her. Und ja, ich glaube, Stillstand ist der Tod jeglicher Kreativität. Und Stillstand ist auch das, was es bei uns nicht gibt. Gut, schönes Schlusswort. Lucky, vielen Dank fürs Stammgastsein. Und er wird wiederkommen in den YouTube-Videos hier im Podcast. Und wenn ihr Fragen habt und sagt, jetzt Mensch, jetzt wissen wir ja schon, er kommt wieder hier in den Podcast, jetzt kann man hier mal einfach eine Frage zurücklassen. Also unten in die Kommentare rein. Ihr wisst, er liest mit und wir werden es aufgreifen irgendwo im Podcast oder in den YouTube-Videos. Wir freuen uns immer, wenn ihr einschaltet und wenn ihr kommentiert. Wir lesen alle mit und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns bei den üblichen verdächtigen Kanälen YouTube, Instagram, Facebook und bis zur nächsten Folge. Servus. Macht's gut, ciao.